Achtsamer Körper, ruhiger Geist, Metta im Herzen, eine Morgenmeditation. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Geistesruhe zu kultivieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer, geduldiger und freundlicher sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Bis zum Erwachen nehmen wir Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita, mögen wir zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Bringen wir erst einmal die Achtsamkeit in den sitzenden Körper. Das können wir tun, während wir uns in unsere Meditationshaltung ganz bewusst hineinsetzen und sie von innen heraus mit dieser Qualität von Geistesgegenwart, die wir auch Achtsamkeit nennen, füllen. Wir bemerken und spüren auch, wie die Füße, die Beine, das Gesäß, das Becken da ist, wie es platziert ist, ob es ausgewuchtet, harmonisch platziert sein kann. Der Oberkörper füllt sich von unten nach oben mit dieser Qualität von Wahrnehmung, Spüren, Bewusstheit. Dabei weitet er sich vielleicht ein bisschen und wächst nach oben. Schafft auch Platz für die Atmung. Die Schultern ausgeglichen wie Waagschalen. Die Arme und Hände entspannt abgelegt in geeigneter Position, sodass wir auch die Hände gut spüren können.
Achtsamkeit ist wahrscheinlich längst oben am Kopf angekommen. Und der wird ganz mittig gehalten und füllt sich auch mit Geistesgegenwart, auch bis in alle Sinnestore hinein. Jetzt schauen wir nochmal, ob der ganze Körper sich wie von dieser Qualität von Bewusstheit oder Achtsamkeit angefüllt oder durchdrungen fühlt, sodass auch unsere Gedanken für einige Zeit ganz in diesem Körper aufgehoben sind. Wenn wir über etwas ein bisschen nachdenken, können wir über den Körper nachsinnen. Der Buddha empfahl in dem Achtsamkeitssutra, auch über die Entstehung und das Vergehen des Körpers nachzudenken, wenn man den Körper betrachtet, um zu verstehen, was ein Körper eigentlich ist, wie er zusammengesetzt ist aus den ganzen Körperteilen und Organen und Elementen, die den Körper bilden, dass dies ein geborener, gewachsener, alternder Körper ist, der auch vergehen wird. Bei gleichzeitiger Wahrnehmung, wie der Körper jetzt da ist, auch in seinen wunderbaren Eigenschaften. Also ein Menschenkörper ist raffinierter zusammengesetzt als jedes Stück Technik auf der Welt. Vielleicht verehren wir unser Smartphone mehr als unseren Körper, aber der Körper ist viel raffinierter als irgendeine Technik. Auch das können wir bewundern, wenn wir so in Achtsamkeit sitzen.
Nochmal eine Anmerkung zur Atmung im Körper. Vielleicht haben wir bewusst atmend den Eindruck, der Atem würde den ganzen Körper durchdringen, nicht nur Nase, Luftröhre, Lungen betreffen. Und dann könnten wir uns auch sagen, dass die Atmung die Achtsamkeit ist. Da, wo der Geist hingeht, da geht auch der Atem hin. Da, wo der Atem hingeht, da geht auch die geistige Achtsamkeit hin. Es kann sich auch wirklich so anfühlen, als würden wir in die Füße hinein und heraus atmen. In die Arme und Hände, durch den ganzen Rücken, Bauch. Sodass uns der ganze Körper als ein Atemkörper erscheint.
Wir üben heute in drei Teilen die Morgenmeditation. Wir werden nachher nochmal eine kleine Unterbrechung haben. Denn der zweite Teil hieße nun Frieden im Geist. Nachdem wir so im Körper mehr und mehr angekommen sind, schauen wir nach unserem Gemütszustand und werden mit der Atmung ihn versuchen, ruhig zu halten und immer wieder zurückzukehren zum Atem. Zurückgekehrt in die mit Achtsamkeit gefüllte Körperhaltung, sagen wir uns jetzt oder nehmen uns jetzt vor, den Geist ganz zur Ruhe zu bringen. Dazu lassen wir den Körper noch etwas tiefer zur Ruhe kommen. Eben haben wir den Körper eher noch betrachtet, gespürt. Jetzt schauen wir mal, wie still der Körper werden kann, wie wirklich tief ruhend und ausgeglichen die Haltung werden kann. Vielleicht geht das einher mit einem auch Absinken des Körpers, als würden wir uns ganz tief in den Boden einlassen, der uns sicherlich mit Ruhe trägt. Muss nicht bedeuten, dass wir so zusammensacken, aber dass wir so das Gefühl haben oder den Eindruck haben, wir würden noch tiefer im Boden sitzen und von dem stillen Boden, der stillen Erde ganz getragen. Wenn wir nach oben durchaus aufgerichtet sind, so gut es geht. Und da ist weiterhin die Atmung, die durch den so sitzenden Körper ganz ruhig und natürlich sich bewegt. Möglichst durch die Nase ein- und ausatmen, wenn sie frei ist. Mit sanft geschlossenen Lippen und Zähnen. So kommt auch der Geist zur Ruhe. Und wenn er sich noch ein bisschen bewegt, dann merken wir das. Bewegt heißt jetzt Gedanken, Tagträume treten auf.
Fantasien, wir sind schon mal geistesabwesend, nicht mehr ganz im Körper. Und sobald uns das auffällt, geben wir uns den Impuls, zurückzukehren. Das ist wie so eine Balanceübung. Wir kommen aus der Balance, wir finden die Balance zurück. Ein bisschen eine Bedingung für die Meditation der Geistesruhe wäre, dass wir die Ruhe mögen, dass wir froh sind, wenn der Geist zur Ruhe kommt. Dass wir bereit sind, alles innere Erleben, Denken, Träumen zu vereinfachen und für ein paar Minuten ja nur diesen einfach wachen und klaren Zustand genießen möchten und können. Der sorglos und furchtlos ist.
Kleine Pause zwischen unserer zweiten Meditation und gleich der dritten. Wir würden unsere Morgensitzung mit einer Metta-Meditation beschließen. Herzenswärme entwickeln. Das geht jetzt vielleicht auf der Grundlage von Achtsamkeit und etwas mehr Ruhe besser. Und vielleicht ist da so auch ein Sinn, es müsste jetzt sich das noch irgendwie, was wir da entwickelt haben, mit Wärme, mit Freundlichkeit füllen. Und sollte nicht nur so still und leer bleiben. Wir können dabei auch an eigenes immer noch denken, wenn es da einen Bedarf gibt, Freundlichkeit, Akzeptanz für etwas eigenes zu nähren. Oder wir denken an andere, sehen uns verbunden oder verbinden uns mit anderen bei der Metta-Praxis. Ja, nutzen wir alles, was wir bisher in dieser Stunde geübt haben, unsere Körperhaltung, die Achtsamkeit darin, die gewonnene Sammlung oder Ruhe, als Grundlage dafür, dass nun auch so ein Funken Güte, Wohlwollen, Liebe in uns freigesetzt werden kann. Sonst sitzen wir hier vielleicht einfach nur ein bisschen wie leer, wie zu sehr ernüchtert. Wenn wir das gerade als eine passende Geste empfinden, können wir mal eine Hand nehmen und sie auf unseren Herzbereich legen. Hier so in die Mitte, auf Brusthöhe und mit diesem Herzen Kontakt aufnehmen oder auch beide Hände übereinander legen, sodass wir eine Resonanz spüren zwischen Handflächen und diesem Herz, ich nenne es manchmal die Herzmitte. Das physische Herz zu spüren kann auch ganz interessant sein, ganz wertvoll. Aber in der Mitte ist meistens noch mehr zu spüren. Nicht nur den Puls oder den Herzschlag, sondern auch so eine Art Wärmekribbeln. Und das kann auch ein weiter Bereich sein, nicht nur ein Punkt, sondern wirklich so von der Thymusdrüse bis zum Solarplexus runterreichen. Das decken dann die Hände gerade gut ab. Es gab mal einen Schlager vor Jahrzehnten, der hieß, hier ist die Liebe zu Hause.
Dann könnte man sich da so etwas Warmes, Leuchtendes vorstellen, was aus diesem Bereich heraus ausstrahlt. Im Körper von innen heraus wie eine warme Lampe, ein warmes Licht, eine Flamme vielleicht, die aber wirklich warm und nicht verzehrend, sondern wirklich nährend leuchtet. Sodass in diese Nüchternheit jetzt wirklich so eine Wärme, ein Licht hineinkommt, sich der Geist füllt mit Qualitäten. Freundlichkeit, Wohlwollen, Akzeptanz, Wertschätzung anderer, Respekt, Demut. Friedfertigkeit. Es mag einem ein wenig künstlich oder virtuell vorkommen, aber in den Visualisationspraktiken des Buddhismus wäre es ganz selbstverständlich, dass man sich vorstellt, wie aus dem Herzen Licht ausstrahlen kann. Auch in entsprechenden Farbtönen. Und manchen erscheint es dann auch recht visuell, wie Licht und Farbe, anderen weniger. Das mag an unserer ja, irgendwie angeborenen Fantasiefähigkeit liegen. Aber wir alle denken in Farben und Bildern irgendwie. Wir können ja auch Farben und Bilder erkennen, wie zum Beispiel dieses Mandala hier im Hintergrund. Er strahlt auch aus einer Mitte aus, in alle Richtungen. Durchdringt die Welt immer mehr mit Weisheit, mit Mitgefühl, mit Freundlichkeit. Friedfertigkeit. Vielleicht bilden sich dazu noch Metta-Herzenswünsche oder einer. Hören wir mal unserem Herzen zu, was es uns sagt oder was es durch uns hindurch anderen als freundlicher, liebevoller Wunsch sagen möchte an diesem Morgen.
Dann kommen wir zum Ende unserer Morgenmeditation. Wir könnten nochmal zurückblicken auf die Schritte und vielleicht die inneren Erfahrungen, die wir in dieser Dreiviertelstunde durchlaufen haben und gewonnen haben. Es ist gut, wertzuschätzen, was man selber geübt hat, selbst wenn die Übung uns unvollkommen oder unvollständig vorkommt. Jeder Moment war kostbar. Wir waren auch nicht alleine. Wir haben miteinander geübt, uns dann doch irgendwie verbunden mit anderen gleichzeitig. Eine kostbare Zeit, auch wenn wir nur da gesessen haben und im Grunde nichts Besonderes getan haben. Und aus dieser Wertschätzung heraus können wir gleich dann auch die Widmung lesen oder hören. Lesen wir heute ruhig mal die vier unermesslichen Geisteshaltungen, die Brahma-Viharas, noch vor der Widmung. Mögen alle Wesen glücklich sein und die Bedingungen für Glück finden. Mögen alle Wesen frei sein von Leiden und allen Bedingungen des Leidens. Mögen alle Wesen die große Freude frei von Leiden erfahren. Mögen alle Wesen in Gleichmut, ohne Anhaftung und Abneigung verankert sein. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, Geistesruhe, wacher Präsenz und Herzenswärme, dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.